Seit Anfang der Woche laufen die Abbrucharbeiten am ehemaligen Internatsgebäude in der Mühlstraße 8 in Rochlitz. Die beauftragte Firma begann mit der Entkernung des Gebäudes und dem Rückbau der Nebengelasse. In den nächsten gut 2 Wochen will sie den Abriss des ehemaligen Internatsgebäudes realisieren. Gut 89.000 Euro kostete die Maßnahme, welche zu 75% über das Konjunkturpaket Brücken in die Zukunft gefördert wird. Da, wo einst die Lehrlinge des Landbaukombinates Karl-Marx-Stadt untergebracht waren, entsteht dann eine Grünfläche.